Ja, hallo YouTuber, jetzt kommen wir zu unserer weiteren Ankündigung, dem waagerechten Deckenkoffer. Es sieht immer schlimmer aus, als es ist. Es kommt immer nur darauf an, dass man die richtige Reihenfolge macht, weil sonst passt das am Ende nicht. Also ich zeige euch, wie es am einfachsten ist für mich, wie ich das jetzt in all den Jahren immer so gemacht habe. Ihr müsst euch erstmal die Situation angucken, wie ihr den machen wollt, ob ihr den auch eine bestimmte Größe haben wollt, ob ihr den so klein wie möglich haben wollt. Wie jetzt hier zum Beispiel muss auf jeden Fall eine Dämmung mit rein. Hier sind Wasserrohre und Kalt- und Warmwasser und da soll natürlich das Warmwasser auch gedämmt werden bzw. Wärme gedämmt werden, dass da wenig verloren geht an Energie. Wir fangen an. Dazu noch, man kann den Koffer auch so machen, dass er zum Beispiel den zweifach nutzt. Also erstens für Dämmung und zweitens auch noch als Blickfang, wenn er den etwas größer macht mit LEDs oder eine indirekte Beleuchtung, kann man alles machen. Vielleicht zeige ich euch das hier auch noch, wie man das machen könnte, wie es am einfachsten geht, dass ihr von oben eine indirekte Beleuchtung habt, ist eigentlich auch eine tolle Sache. Ich könnte euch das auch mal kurz zeigen, da muss ich euch nur mitnehmen. Ich nehme euch mal mit. Einmal hier durch. Ist zwar außergewöhnlich, aber machen wir. So, hier haben wir jetzt so einen Koffer mit indirekter Beleuchtung. Das heißt, einmal von unten eine Beleuchtung reingemacht, vorgezogen und oben eine Kante mit einer indirekten Beleuchtung. Der ist zweifach steuerbar, einmal oben, da ist einfach jetzt ein Lichtschlauch drin und einmal von unten als Beleuchtung. Das war mal ein anderer Raum hier und ja, jetzt ist der Koffer eigentlich mehr oder weniger umsonst gemacht. Aber das, so kann man zum Beispiel eine Verkofferung machen, darüber ist auch ein Rohr und ja, hat sich so ergeben. Also kann man machen. Wie gesagt, vielleicht zeige ich euch das an einem anderen auch noch oder an ihr guckt euch das dann an, wie ihr den Koffer machen wollt, überlegt euch, wie er aussehen soll und dann fangt ihr so an, wie ich das jetzt mache. Also ich möchte den hier so klein wie möglich halten, das heißt wir arbeiten hier auch wieder mit U30 Metallprofil aus den Gründen halt, die ihr schon kennt. Latten sind immer krumm und ich hole mir so ein U30 und dann funktioniert es. Also ich mache erstmal den Abstand zu dem Rohr, was dann verkleidet werden soll, muss mindestens 30 mm sein, weil das Profil 30 mm hat. Also entweder ihr legt euch jetzt hier auf die Wasserwaage des 30er Profil oder ihr macht es einfach so. Bei mir kommt es jetzt nicht so genau, ob der jetzt einen Zentimeter größer oder kleiner ist. So, machen wir jetzt hier die Linie, genau in Waage. Das muss natürlich stimmen. Mache das komplett durch an der Wand. So. Hier habe ich jetzt auch genug Luft, 30 mm, dass das Profil da drüber passt. Jetzt mache ich ein Profil da dran. Muss ich auch wieder dübeln. Wie gesagt, auf den Untergrund gucken, was er für eine Befestigung nimmt. Ich habe die Profile jetzt schon vorgeschnitten. Lege das. Und ich habe den Stricher jetzt unter dem Profil gemacht. Weil wenn ich den drüber mache, dann sehe ich den ja eigentlich gar nicht. So mache ich den drunter immer. Halte das Profil dann auf den Strich. Mach wieder mal einen Bügel rein, sofern ich ihn finde in meiner Tasche. So, erster Bügel sitzt. Hier auch wieder einsetzen.
Was ich jetzt verwende, sind auch wieder die 40er Schlagdübel. Das heißt, die kann man schlagen und schrauben. Ich zeige euch jetzt mal mit dem Schrauben. Über dem Fenster, Betonsturz. So. Jetzt schraube ich den mal. Also richtig bombenfest. Die Dübel sind eigentlich ideal. So, hier hinten setze ich auch noch ein. Haben wir schon mal. Ihr seht, wir haben überall, das ist jetzt eine Stromleitung, darüber noch ein bisschen Luft, aber läuft auch krumm und schief, diese Leitung, so dass wir das Profil einfach gut dran machen können. Wie gesagt, bei mir kommt es jetzt hier auf einen Zentimeter nicht an, deswegen können wir es so machen. So, jetzt kommt der nächste Clou. Jetzt braucht ihr eine kleine Wasserwaage und zieht von dem befestigten Profil eine waagerechte Linie in Waage rüber. So. Und das macht ihr auf beiden Seiten. Dann müsst ihr jetzt gucken, wir laufen jetzt mit dem Koffer irgendwo hier hoch. Aber wo? Also wenn ihr jetzt eine indirekte Beleuchtung oder beziehungsweise LEDs noch mit einbauen wollt, müsst ihr natürlich ein bisschen weiter weg, so dass die LEDs von unten noch eingebaut werden können. Und darüber darf natürlich auch nichts groß sein. Hier gehen wir jetzt wieder relativ eng. Dann können wir einmal kurz überprüfen. Also wir sind jetzt hier mit dem Rohr ca. 6 cm von der Wand weg. Und auf der gegenüberliegenden, ja, ist ungefähr gleich, auch 6. Das heißt, es muss ja jetzt praktisch nur die Platte an diesem Rohr vorbei. Bei 6 cm. Ich ziehe jetzt hier raus, ich mache mal ein rundes Maß von 10 cm. Damit wir das auch hier gut sehen können. Also angezeichnet von der Wand 10 cm. Ziehe mir diese Linie auch hoch. Auch genau in Waage, machen wir da auch einen Strich, eigentlich genau wie auf dem Boden, bei dem Bodenkoffer, seht ihr jetzt gleich, an der Decke mache ich mir den Strich auch und habe den da jetzt. Jetzt habe ich hier wieder mein Kreuz, genau wie am Boden, bei dem Bodenkoffer, dem Wandkoffer, nicht dem Bodenkoffer. Da habe ich wieder mein Kreuz und das ist nachher meine Anhaltelinie. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Wenn ich denn meinen Zollstock hätte, normalerweise immer am Mann, gehe jetzt hier auch diese 10 cm. Mache mit der Wasserwaage wieder meinen Strich, meinen waagerechten, genau unter das Profil drücken und habe jetzt hier auch wieder mein Kreuz. Wenn dann hier so eine Leitung ist, dann muss man die halt rausziehen, damit wir mit der Wasserwaage durchkommen. Weil es ist am praktischsten, wenn wirklich dieser Strich komplett bis oben hingeht, dass wir den auch an der Decke haben. Warum habe ich das jetzt so gemacht? Also die Wand, die kann ja jetzt auch einen Puckel haben, aber den Puckel kriegen wir ja nicht raus. Aber ich habe jetzt jeweils an den Seiten diese 10 cm.
Das heißt, von der Optik her, wenn man in den Raum reinkommt, sieht man nicht, dass die Wand krumm ist. Wir müssen nachher dann oder vielleicht später nur die Platte anpassen. An der Decke habe ich jetzt die zwei Punkte. Da, wo meine Platte nachher runterkommt, beziehungsweise wo ich das Profil befestige. Man kann diese zwei Punkte jetzt mit der Wasserwaage oder mit einem Profil oder mit der Schlagschnur verbinden, wenn man zu zweit ist. So, ich bin jetzt, ich sage mal, alleine und nehme jetzt meinen Laser, den ihr auch schon kennt. Der hat die Funktion für Decken, waagerecht für Wände anzuzeichnen. Ich brauche wieder nichts auszurichten, der macht das alles alleine. Verbinde jetzt oben diese zwei Punkte. So, jetzt habe ich genau die zwei Punkte verbunden. Mache mir dann mit einem Bleistift oben meine Striche, wo mein Profil hinkommt. Ich mache mir da eigentlich immer ein Kreuz auf die Seite, wo ich das Profil haben möchte. Weil selbst mir ist auch schon öfters vorgekommen, dass ich mich vertan habe. Gerade bei so einem Koffer vertut man sich schnell, dass man das Profil dann auf die andere Seite macht. Irgendwie, weil es irgendwie schnell gehen musste oder so. Und deswegen habe ich mir das angewöhnt, eigentlich immer so ein Kreuz hinzumachen. Dann weiß ich genau, aha, da muss ich mein Profil hinmachen. Gut, das habe ich jetzt auch angezeichnet. Wie gesagt, ihr könnt es mit der Schlagschnur machen. Ich mache es jetzt hier mal mit dem Laser. Mit dem Laser kann man halt auch den rechten Winkel, Wände, rechte Winkel für Fliesen, man kann damit alles machen. Den kann man schräg stellen und. So, ich glaube, das wird schon wieder mal ein langes Video. Na gut, Details brauchen Zeit. So, dann setze ich jetzt hier mein Profil, was ich mir auch schon wieder auf Maß geschnitten habe, auf meinen Punkt, gucke, dass der mit den anderen ungefähr gleich ist. Das ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt mal ein Zentimeter oder zwei kürzer ist, dieses Profil, weil die Platte das überbrückt. Jetzt wieder meinen Bügel. Gut. Ich mache das jetzt erstmal fertig und melde mich gleich direkt wieder. Jetzt habe ich das Profil befestigt mit einem Abstand der Dübel circa von 60 cm. Das reicht voll und ganz. Der Vorteil ist auch zu den Dachlatten, wenn man jetzt hier Dachlatten montieren würde. Also erstens braucht man längere Dübel, also mindestens 60 mm. Und zweitens ist es immer schwierig, durch das gebohrte Loch der Dachlatte den Dübel durchzukriegen. Weil das Holz geht erst weg beim Bohren, aber verjüngt sich dann wieder. Und es ist unwahrscheinlich schwer, dann so einen blöden Dübel durch dieses Holz zu kriegen. Es geht, aber man muss das Loch dann ein bisschen rütteln, nenne ich dazu immer, ein bisschen aufbohren. Und deswegen auch dieses Metallprofil. Wie gesagt, es ist nicht viel teurer. Und man hat es genau. Gut, ich schneide jetzt mit euch mal eine Platte. Ich habe die auch wieder gemessen oder messe sie jetzt. Wir haben hier 19 cm bis zum Strich. Lassen wieder 4-5 cm länger, also mehr. Auch wieder, weil wir es erst abknicken müssen. Ich zeige euch eine, wie die geschnitten wird. Ihr geht am besten mal mit, wo ich sie schneide. Ja, habe mir die Platten jetzt mal hier hingelegt. Ich habe jetzt die Ein-Mann-Platten besorgt. Wie gesagt, ich schneide immer im Liegen, dass die Platten auf dem Boden liegen. Man kann sie auch schneiden, wenn sie an der Wand sind. Geht natürlich auch, aber es ist immer ungenau. So habt ihr die Kontrolle über euer Messer, über die
Latte, die ihr drauflegt. Und wenn es an der Wand ist, das ist einfach zu, mir ist es zu ungenau. Ihr könnt es natürlich machen, ich würde es nicht. Wie gesagt, 19 cm war das Maß. Wir schneiden 4 cm mehr, dann sind wir auf 23. 23 cm zeichnen wir uns an von der äußeren Kante. Das können wir auch gleich zweimal schneiden, weil der Raum hat fast 3 Meter Breite. Die Platte ist 2 Meter. So braucht man nicht zweimal anzufangen. Auf beiden Seiten anzeichnen. 23. 23. Dann nehme ich immer so eine breite Latte. Erstens kommt man mit dem Messer dann sehr gut bis unten an die Pappe. Und zweitens kann man sich mit dem Knie noch drauf abstützen. Ich zeige es euch. Also schön aufs Maß legen. Ich schneide mit links, ihr müsstet dann mit rechts, wenn ihr Rechtshänder seid. Ein Knie drauf, so kann die nicht mehr wegrutschen. Das Maß stimmt. Setzen an. Seht ihr, ich komme mit der Klinge ganz genau drauf. Wenn die Latte jetzt höher wäre, dann wäre ich zu schräg. So bin ich optimal. Ziehen das ganz durch. Nächste. Auch wieder. Und ohne festen Druck schneiden. Es geht nur darum, dass die Pappe durchgeschnitten ist. Das hat mit dem Gips absolut null zu tun. Nur die Pappe muss durchschnitten werden. Das heißt, richtig locker, leicht über die Pappe. Dann stellen wir die auf. Ein Knie. Einmal schön knicken. Und dann immer von hinten schneiden. Na. So. Erste ist geschnitten. Die zweite auch schön knicken. Wenn es geht, einen rechten Winkel. Einmal schneiden. Von oben, von unten. Fertig. Solange es noch geht mit dem Bücken, ist es so die optimale Position, um Platten zu schneiden, am angenauesten, wie gesagt. Gut, dann gehen wir mit den Stücken mal wieder rüber. Ja, wie gesagt, die Platten sind geschnitten, können wir jetzt gleich dran machen. Jetzt geht es aber erst um die Dämmung. Wenn wir jetzt die Platte draufschneiden würden, hätten wir unten nur einen kleinen Spalt, um die Dämmung da hochzukriegen. Das heißt, ich habe mal hier Reste vorbereitet. Die sind aus dem Dachgeschoss, aber nicht bei mir. Wir reißen die dann auf und setzen die schon mal vorher rein. Da, wo wir nachher nicht mehr drankommen. Schön drüber setzen. Und nachher, wenn die Platte vorne drauf ist, der Kopf, dann können wir von unten auch noch was Dämmung dazu stopfen. Das mache ich jetzt erstmal schnell, damit die Rohre, wie gesagt, auch alle sehr gut gedämmt sind. So. Ist natürlich sehr angenehm mit der Dämmung. Juckt nicht. Normalerweise wird ja immer darauf hingewiesen, man soll auch einen Mundschutz anziehen. Denkt euch jetzt einfach, ich hätte einen an. So. Das sind die Stellen, wie gesagt, wo man nachher gar nicht mehr drankommt. So. Noch ein kleines Stück hinten und dann haben wir schon. Reiße ich auch noch mal auf. Das mit der Dämmung muss natürlich auch nicht schön sein. Das soll nur effektiv sein. So, die Dämmung ist schon mal drin. Jetzt geht es um die Platte, die wir dran schrauben. Wie gesagt, 3 cm habe ich sie länger gelassen. Gehe wieder mit meinem Schraubenhobel. Vier Zentimeter ist länger.
4. Okay, dann 4. So, dann überprüfe ich wieder, wie die Decke läuft. Wir sehen jetzt hier oben, da ist ein bisschen Luft über der Decke, was aber wirklich nicht viel ist. Aber ihr könnt es jetzt noch einmal so gucken, wenn jetzt hier so ein Hubbel nach unten ist, Bleistift angehalten. So, hier seht ihr jetzt vom Bleistift, hier ist der Hubbel. Dann nehme ich den nochmal kurz runter. Jetzt ist auch angepasst an die Decke. Wie gesagt, hier war es jetzt nicht so schlimm, aber es gibt natürlich auch richtig Wellerformbögen, da macht ihr das genauso. Dann wird es gehobelt mit dem Formhobel, dann sieht das wirklich gut aus. Wie gesagt, halt so hobeln, dass ihr sagen könnt, es braucht jetzt nur noch eine Naht Acryl und dann ist gut. So, dann nehmen wir uns das Plättchen. Aufpassen, dass die Dämmung nicht vorsteht. Ja. Machen eine Schraube oben rein und dann hält die Platte schon. Das machen wir jetzt da auch. Mit einem Abstand wieder mal. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das eben war ja ein anderes Video. Von 10 bis 15 cm. Platte dann auch einigermaßen fest hochdrücken, sodass sie auch bis zur Decke kommt. Hier war eine Schraube jetzt nicht richtig versenkt. Die dürfen auf keinen Fall überstehen, weil beim Spachteln steht dann jedes Mal so eine Schraube vor und das ist natürlich sehr, sehr störend. So, die haben wir jetzt geschnitten. Jetzt passe ich vorne dran geschraubt. Jetzt passe ich vorne noch das Reststück an. Messe mir das kurz. Ja, 83,5. Leg mir die jetzt hier schnell mal hin. So, und hier haben wir jetzt die Situation in der Ecke, dass wir da ja ein Kabel haben. So, jetzt muss das Kabel natürlich ausgeklinkt werden. Dafür zeichne ich mir das an. So. Und das ist tief. Ja. Ist ja klar. 3 cm. Kopf ein bisschen weg. 3 cm. Zeichnen wir das circa an. So, und dann kommt der Stichling zum Einsatz. Zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt der Stichling. Der hat eine ganz spitze Spitze. Deswegen Stichling. Also man kann mit diesem Stichling jetzt an irgendeiner Stelle in die Registplatte so reindrücken, drehen und dann ist man drin. Dann kann man hier praktisch einen Kreis, ein Quadrat oder sonst irgendwas ausschneiden. Aber den nehmen wir auch für so kleine Platten, die so ausklinken.
einschneiden. Und es gibt halt keine andere Säge, mit der man einfach so mal ohne Hilfsmittel in eine Platte reinkommt. Schneiden dann hier wieder eine Kante, können das abknicken. Kante ist sauber. So, dann müssen wir mal gucken, ob die jetzt passt. Ob die Wand hinten auch ein bisschen gerade ist. Da passt es rein und hier passt es nicht. Das heißt, wir müssen noch einmal ein bisschen hobeln. Ausklinkung, die wir dann eigentlich auch mit Acryl zuspritzen können, streichen können, tapezieren können, was ihr möchtet. So. So, jetzt kommen wir dazu, wie wir weiter fortfahren. Meine Frau hat sich gemeldet. Sie sagte, Kante. Naja, schneide ich jetzt. Also hier seht ihr jetzt auch diese abgehobelte Kante. Auch wieder 45 Grad. Runter und gut. Die andere Seite schneide ich auch, weil da auch keine dran ist. Hoppla. Jetzt haben wir praktisch ein V rausgeschnitten. Das wird dann feucht gemacht und dann drüber gespachtelt. So, jetzt kommt der Punkt, wo wir die untere Kante bestimmen müssen. Wir haben hier jetzt vorher unsere Linie gezogen. Das heißt, diese Linie ist mit unserem hinteren Wandprofil, mit dem U30, bündig. Diese Kante muss auf das Maß des Profils natürlich hinkommen. Jetzt schrauben wir hier, wenn man keine Laser hat, eine Schraube vorsichtig an auf das Maß von dem Strich, nehmen dann unsere Schlagschnur, ja, das ist ja diese kreidebefüllte Schnur, ziehen das rüber bis zu unserer gegenüberliegenden, da haben wir den gleichen Strich auch. Schlagen einmal und haben unsere Linie. So, jetzt können wir die wieder rausmachen. Aber nicht zu stramm ziehen, weil wir hier vorne nur eine Schraube reingemacht haben in den Rigips. Und der ist natürlich nicht so fest, dass man da jetzt dran ziehen kann. Wie wild. Man kann jetzt hier auch wieder die Wasserwaage anlegen oder wir nehmen wieder unsere Messer und schneiden auf der Kreidelinie lang. Weil wir können es ja nur so machen, wenn die Decke jetzt einen Puckel hat. Und wir schneiden uns das Maß jetzt hier schon fertig. Hier 19, hier 19, da 19. Dann kann es ja sein, wenn die Decke jetzt angehoben ist, dass das Maß nicht mehr mit unserem Profil übereinstimmt. Deswegen haben wir jetzt diesen Strich gezogen, rechts und links an der Wand. Mit der Wasserwaage ziehen wir die, mit der Wasserwaage haben wir die gezogen und machen jetzt praktisch eine Verbindung von rechts nach links. Dann kann die Decke krumm sein, wie sie will. Aber wir haben unser gleiches Maß. So. Ihr könnt euch dann zum Abknicken auch das Messer mitnehmen. Drauf, dann habt ihr viel mehr Gewalt, als wenn ihr das mit den Fingern macht. Jetzt ist die komplett gebrochen. Durchschneiden.
Das mit dem Messerknicken, das könnt ihr auch bei ganz kleinen Kanten machen. Also wenn ihr da nur einen Zentimeter habt oder weniger, dann geht das super mit. So. Kante ist jetzt genau bündig mit unserem Profil. Ganz genau. Dahinter kommt jetzt das U geschraubt und wir haben hier wieder unsere Verbindung für den Deckel. Beim Hobeln gucken, dass man den Hobel relativ waagerecht hält. Dass wir hier keine Kante haben, die irgendwie nach innen oder nach außen geht. Also Sauerei macht ihr sowieso, dann gibt es Ärger mit der Frau. Vorbereitet. Jetzt muss ich ein bisschen stückeln, weil ich kein Profil mehr in der Länge habe. Bevor wir von unten die restliche Dämmung reinstecken, machen wir erst das Profil dran. Auch wieder bündig halten. Mit unserer Kante drücken und schrauben. Dann schraube ich das jetzt fertig und dann machen wir gleich weiter. Habe jetzt hier schon mal Dämmung vorgestopft. Hier ist noch ein Stück. Also wie gesagt, Reste oder ihr kauft sie neu. Dann schön von unten mit den Fingern schön hochdrücken. So dass alles schön dicht ist. Na, hier habe ich noch ein Stück. Ach, da haben wir noch eins. Dass hier keine Dämmung runtersteht, sondern dass hier nur die Platte drauf kommt. Jetzt haben wir hier dieselbe Situation wie an dem Wandkoffer. Wir haben uns ja hier wieder die Linie geholt. Die müssen wir jetzt genau mit Profil und Platte, was dazwischen ist, auch wieder genau holen, damit wir das gleich wieder sehen. Und ziehen uns hier wieder eine Linie, damit wir sehen, wenn wir die Platte drunter machen, so, wie weit müssen wir rüber? Das machen wir auf beiden Seiten. Hier stimmt es schon ziemlich. Weil sonst ist es ja gleich wieder verdeckt. Dann habe ich den Wandkoffer auch wieder demontiert, weil den brauchten wir ja nicht. Ich habe jetzt hier die Platten über. Das heißt, hier haben wir jetzt ein Maß von knapp 11 cm und die Platte hat jetzt 14. Also das heißt, 3 cm haben wir jetzt gleich zum Abknicken. Die mache ich jetzt auch mal dran. Ihr müsst jetzt gucken, dass ihr hier auf dem Maß seid. Das seht ihr ja, wenn ihr über die Platte guckt, ob die Linie mit der übereinstimmt. Hier gucken wir auch wieder.
Das ist okay. Ich schraube jetzt erst hinten alle Schrauben rein. Damit es mal weitergeht. So, jetzt seht ihr schon hier vorne, die Linie stimmt mit der Platte überein. Ne? So würden wir es nicht mehr sehen. Durch die Linie sehen wir es jetzt. Stimmt. Das heißt, hier setze ich jetzt auch eine rein. Wir sind jetzt 100% in Waage mit unserem Koffer. Auf der anderen Seite vorne müssen wir einmal die Wasserwaage anhalten. Gucken. Stimmt ganz genau. Er braucht, federt nicht nach. Das heißt, so können wir es auch dran machen. So, jetzt kommen wir wieder zu unserer berüchtigten Kante, die ab muss. Wir werden jetzt auch wieder mit dem Cuttermesser oder mit dem Messer oben in der Kante langschneiden, auf beiden Seiten. Immer schön auf die Finger aufpassen. Ich weiß, wovon ich rede. Und dann jetzt die Kante gemächlich nach unten knicken. Ja, da wird es schon weniger. Ja, auch wieder der Eckschoner drauf. Alu-Eckschoner. Und dann wird die verspachtelt, die Kante. An diesem Eck hier vorne wollte ich euch noch zeigen, wie man vielleicht noch eine Lichtrute mit einbaut. Hier haben wir jetzt auch wieder diese 83. Schneiden uns die schnell wieder. So, und hier vorne wird dann auch wieder geguckt, ob das auf dem Maß ist. Aber dadurch, dass wir jetzt so weit zur anderen Seite gekommen sind, wird dieses Maß auf jeden Fall stimmen. Und das tut's.
Weil es gibt ja dann die Flucht vor, das Stück, was hier hinten noch gefehlt hat, jetzt in Waage ist. Die Platte wird dann verschraubt, abgeschnitten, dann ist die auch fertig. So, jetzt haben wir ja hier diesen Überstand. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal eine Lichtrute machen wollt, wie ich euch das eben gezeigt habe, dann könnt ihr also ohne Bedenken, so dass die Platte oben 8 cm übersteht. Also man sagt, der Rigips überbrückt 10 cm. Und wenn ihr jetzt auf Nummer sicher gehen wollt und wollt 8 cm machen oder wollt das machen, dann nehmt maximal 8 cm. Das heißt, wenn ich jetzt, wo habe ich denn noch so ein Stück U hier? Dann könnt ihr ein Stück U hier oben drauf schrauben auf diese 7 cm, weil 1 cm 1,25 hat die Platte, auf 7 cm. Und nimmt dann ein anderes Stück. Und setzt das einfach, also wenn es jetzt die 8 cm wäre, so vor. Und setzt das Stück einfach hier drauf. So, wird hier verschraubt, Eckschoner drauf und fertig ist die Wute. Und dann könnt ihr hier oben rein einen Lichterschlauch machen oder so und dann passt das alles ganz genau. Und das ist eigentlich schon die Kunst von einer Wute, eigentlich nicht zu können. Wie gesagt, wenn ihr dann auf 8 geht, wäre dann ungefähr hier, dann sieht das optisch ein bisschen schöner aus, als wenn es dann so ein weiter Klotz wäre. Ne? Also einfach so ein U30 draufgeschraubt, auf den Abstand, wie ihr möchtet. Eine Kante vorne draufgeschraubt. Verschrauben, Eckschoner. Hier oben drauf, habe ich jetzt keins hier, kann man ein Göppinger Profil nennen, die sich. Das ist ein kurzschenkliger und ein normaler langschenkliger Schenkel. Und der wird dann hier mit eingespachtelt und oben drauf ist eine saubere Aluabdeckkante. Dann kann man das schön einspachteln und dann sieht das gut aus. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Deckenkoffer. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Beim nächsten Mal zeigen wir euch vorne an der Wand den Trockenputz, so dass ihr dann auch mal Wände bekleben könnt, falls ihr das noch nicht wisst, wie es geht. Die schneide ich noch schnell ab. Fertig ist der Deckenkoffer. Gedämmt. Mehr kann man nicht machen. Danke und bis zum nächsten Mal.